Das Spiele-Highlight im Jahr 2014, GroKo. Spielen Sie mit Deutschlands Zukunft. Die Spielregeln dieses Spiels sind ganz einfach. Der Koalitionsvertrag. Spieldauer 4 Jahre. Sie benötigen die deutsche Staatsbürgerschaft, ein Mindestalter von 18 Jahren, 16 Minister, den Bundeshaushalt und eine ordentliche Portion Egoismus. So geht's. Vergessen Sie alles, was vor den Wahlen gesagt wurde. Bei diesem Spiel sind Worte Schall und Rauch. Beachten Sie, dass jede Figur im allgemeinen Machtpoker bestehen muss und deshalb ihre Meinung spontan ändern kann. Sobald Ihre Figur das absolute Vertrauen der Spielleiterin Merkel zugesprochen bekommt, wird diese daraufhin aus dem Spiel entfernt. Sie spielen auf der Großbaustelle Deutschland. Leider stehen folgende Figuren nicht mehr zur Wahl. Angela Merkel, die Herrscherin über alles. Diese Figur ist über alles erhaben. Um sie in Aktion zu sehen, müssen Sie jedoch auf das Europaspielbrett wechseln. Die Ziele dieser Figur sind es zu schaffen, vor allem die französischen Nachbarn lieb zu haben. Sigmar Gabriel, Heiland der SPD, ist die einzige Figur, die die Leibesfülle an Aufgaben eines Superministers und Vizekanzlers bewältigen kann. Die Ziele dieser Figur sind es, Urabstimmungen und Basisdemokratie per Gesetz in Unternehmen salonfähig zu machen. Andrea Nahles, Oberhexe Walpurgia. Diese Figur macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Ziel dieser Figur ist es, Arbeitslose durch den Klang ihrer liebreizenden Stimme vor dem Gang zum Arbeitsamt zu bewahren. Thomas de Maizière, der Bastler und Tüftler. Technische Innovationen sind sein Hobby. Mangels Talent wurde er jedoch in den Innendienst versetzt. Das Ziel dieser Figur ist es, seine nutzlosen Thron doch noch an Amazon zu verkaufen. Manuela Schwesig, Sailor Moon. Gekommen aus dem Nichts, vermutlich nicht einmal von dieser Erde, überstrahlt sie mit all ihrer Schönheit sämtliche Fehler der SPD. Diese Figur sagt selbst über sich: Ich kämpfe für Liebe und Gerechtigkeit und stehe unter dem Schutz des Mondes. Ich bin Manuela Schwesig. Im Mikrokosmos Saarland ohne Erfolg macht der kleine Heiko sich auf den Weg in die Hauptstadt, um dort Fußspuren zu hinterlassen. Das Ziel dieser Figur ist es, endlich Anerkennung für seine Selbstgerechtigkeit zu bekommen. Ursula von der Leyen, die Mutter der Kompanie. Ab jetzt bläst sie zum Marsch. Wegen ihrer heimischen Großküchenerfahrung ist diese Figur für alle Aufgaben bestens gewappnet. Das Ziel dieser Figur ist es, das goldene Mutterkreuz um nur knapp ein Kind verpasst, geht sie jetzt mit der Bundeswehr auf Ohrenjagd. Machen Sie sich keine allzu großen Sorgen über die Wahl Ihrer Figur, da diese nach Ablauf der 4 Jahre in einer beliebigen neuen Position eingesetzt werden kann. Das Spiel ist frühzeitig beendet, wenn die Mittel aus dem Bundeshaushalt zu großzügig investiert wurden. Los.